Bei UNO Extreme erhält zunächst jeder Spieler 7 Karten. Eine neutrale Karte wird in die Spielmitte gelegt und bildet somit den Ablagestapel. Der Spieler, der an der Reihe ist, muss versuchen, eine passende Karte abzulegen. Hier wäre zum Beispiel jede gelbe Karte möglich, beziehungsweise aber auch eine beliebige Farbe mit der Ziffer 2. Kann man keine passende Karte ablegen, so muss man den Kartenwerfer betätigen. Der kann ganz besonders fies sein. Manchmal kommt zwar gar keine Karte raus, ein anderes Mal dann aber wieder gleich 7 oder 8 Stück auf einmal. Bei UNO Extreme gibt es einige neue, besondere Karten. Kommen wir zuallererst zu den bereits bekannten Karten. Wird die Aussetzen-Karte ausgespielt, muss der nächste Spieler aussetzen. Die Retourkarte ermöglicht einen Richtungswechsel. Achtung, bei nur 2 Spielern gilt diese Karte nicht als Stoppkarte, da sie ja nur die Spielrichtung ändert. Mit der Farbenwahlkarte entscheidet der Spieler, der sie ausspielt, mit welcher Farbe es weitergeht. Bei UNO Extreme gibt es eine Variante der Plus-2-Karte. Diese heißt hier Drück-2-mal-Karte. Der nächste Spieler muss also 2-mal den Kartenwerfer betätigen. Hat dieser Spieler ebenfalls eine Drück-2-Karte, kann er diese direkt darauf legen und der nächste Spieler muss gleich 4-mal drücken. Eine neue Besonderheit ist die Alle-Karten-Ablegen-Karte. Mit Hilfe dieser kann man alle Karten der jeweiligen Farbe auf einmal ablegen. Mit der Drück-4-Karte muss der nächste Spieler gleich 4-mal das Kartenwerfgerät betätigen. Gleichzeitig wird die Farbe bestimmt, mit der es weitergeht. Drück-4 auf Drück-4 wäre hier möglich, Drück-2 allerdings nicht direkt. Eine weitere neue und ganz besondere Karte ist die Kartenwerfer-Wahlkarte. Wenn diese Karte ausgespielt wird, darf der Spieler entscheiden, wer als nächstes dran ist, dabei 2-mal den Kartenwerfer drücken muss und mit welcher Farbe es weitergeht. Legt ein Spieler seine vorletzte Karte ab, muss er dabei UNO sagen. Ansonsten muss er zur Strafe 2-mal den Kartenwerfer betätigen. Hat ein Spieler seine letzte Karte abgelegt, hat er dadurch das Spiel gewonnen. Die restlichen Handkarten der Mitspieler zählen jetzt als Minuspunkte. Diese Punkte setzen sich wie folgt zusammen. Die Zahlenkarten haben jeweils den Wert der abgebildeten Ziffer. Die Retourkarte 20 Punkte. Aussetzen zählt ebenfalls 20 Punkte, die Drück 2 20 Punkte, Drück 4 hat einen Wert von 40 Punkten, die Alle-Ablegen-Karte zählt 30 Punkte, Farbenwahl hat einen schmerzhaften Wert von 50 Punkten und die Kartenwerfer-Wahlkarte zählt ebenfalls 50 Punkte.